auch wenn der Garten erst noch angelegt werden muss. Für die Mutter Gottes in der Casa Santa Maria gab es jetzt schon genug Blumenschmuck. Für die bayerische Maiandacht hatten sich die Schwestern schwer ins Zeug gelegt. Das Haus heißt Casa Santa Maria. Das heißt, dass das Haus zu Maria gehört. Und alle Leute, die hier kommen, alle Menschen, die hier kommen, dass sie spüren, dass das Haus ihr gehört und sie finden können. Ihre Lächeln, ihre Liebe, das ist die Bedeutung. Nicht nur die Schwesterngemeinschaft, die sich um das Haus kümmert, freute sich nach der zweijährigen Bauzeit endlich ein gemeinsames Fest mit Gästen, Nachbarn und mit Verantwortlichen feiern zu können. Ja, es ist schön, dass wir jetzt das Haus lebendig bekommen, dass also jetzt nicht nur Mauern dastehen und ein schönes Haus da ist, sondern dass sich wirklich hier Menschen begegnen, so wie es geplant war. Heute sind ja die Nachbarn da. Jetzt gestern waren die deutschsprachigen Mitarbeiter der Kurie hier, vorgestern war das Bauarbeiterfest, also wir haben jetzt schon einige Begegnungen hier gehabt und wenn es so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat, dann ist es gut. Der Andrang war groß, jeder wollte das neu renovierte Haus sehen. Schließlich soll es zukünftig auch ein Ort der Begegnung für die Nachbarschaft und die dazugehörige Pfarrgemeinde Santa Maria Stella Matutina sein. Das Haus ist sehr schön. Ich werde auch noch auf die Terrasse gehen. Die Kapelle habe ich schon gesehen. Sie ist sehr einladend. Ich hoffe, dass sich hier alle wohlfühlen werden. Wunderbar, sehr schön. Und was noch schöner ist, dass der Stil des Hauses erhalten worden ist. Dieses Haus ist ein gutes Werk der Evangelisierung, vor allem in unserer heutigen Welt, in der alles sehr individuell ist. Das Haus ist ein Zeichen, das wirklich Gemeinschaft stiften kann. Die Casa Santa Maria mit Leben füllen, das wünscht sich auch der Diözesanrat des Erzbistums. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass die Ortskirche und die Weltkirche hier in Rom zusammenkommen, ohne dass wir jetzt irgendwie dann einen großen Aufstand machen, sondern dass wir hier immer einladen. Das ist der eine Aspekt, dass Ortskirche und Weltkirche sich treffen, aber auch, dass in München viele Leute dann einmal den Kontakt mit Rom hier vor Ort haben. Das ist ein Stiftungszweck, dass auch die soziale Komponente hier eine Rolle spielt, dass Leute, die normalerweise nicht so leicht nach Rom kommen, hier einmal als Gruppe kommen können. So wie es in der Satzung der Stiftung heißt, Weltkirche für Gläubige aus dem Erzbistum erfahrbar machen. Durch geistliches Erleben, durch Veranstaltungen, aber vor allem durch Begegnungen. Dieses Wochenende hat es schon mal funktioniert.